Wenn du viele Bilder in deine PowerPoint-Präsentation einsetzt, so kann diese Datei zu einer stattlichen Größe anschwellen. Gerade wenn du die Bilder direkt aus der Digitalkamera nimmst, so sind sie eigentlich viel zu groß für die Bildschirmpräsentation. Und entsprechend kann sich eben die Präsentation etwas verlangsamen, bis diese Bilder jeweils geladen sind, und der Mailversand ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt einen einfachen Trick, um diese Dateigröße zu verringern, ohne dass du große Einbußen bei der Qualität in Kauf nehmen musst. Schauen wir mal an, wie groß diese Datei ist. Das ist das Beispiel aus der letzten Lerneinheit. Fast 25 Megabyte. Wenn wir diese Datei nun öffnen, du siehst, diese Bilder sind ja sehr klein und entsprechend brauchen wir nicht die ursprüngliche Qualität, sondern die kann gut reduziert werden. Über den Befehl Dateigröße verringern hast du die Möglichkeit, eben eine bestimmte Bildqualität auszuwählen. Für unsere Zwecke reicht jetzt die Qualität für Bildschirmanzeige. Wir müssen ja nicht ausdrucken, beziehungsweise schon gar nicht in der Qualität, wie sie vorgegeben ist. 150 dpi und die zugeschnittenen Bildschirmbildbereiche entfernen. Ich bestätige mit OK. Was natürlich nicht verkleinert wird oder komprimiert wird, sind eingebettete Filme. Die lassen die Datei halt trotzdem sehr groß bleiben. Wenn wir erneut speichern und nochmals diese Dateiinformationen aufrufen, so siehst du, ist die Datei nicht einmal mehr halb so groß.